Grüezi miteinander. Grüezi, ich bin der Maggie. Ja, ich bin der Maggie. Wisst ihr, ich bin der Saalwart hier im Saal. Es mit dem Licht stimmt etwas nicht mehr, oder? Ja. Also von hinten habe ich gesehen, es hat so gefleckert, oder? Jetzt wollte ich nur geschwind schauen, wo das Problem ist. Ich muss geschwind checken. Da. Guck, guck, guck. Ja, dort hat es eine Pfunzel geputzt. Ein Himmel, noch einmal. Ich weiss jetzt gar nicht, ob ich so eine noch Lager habe. Himmel, noch. Das ist eben eine 200, eine 6,5 Quarzfassung. Ja. Wissen Sie, ich habe schon eine Ahnung von so technischen Angelegenheiten. Sie, ich bin auch sonst da sehr bekannt als der Notfallelektriker. Ja. Gewisse Leute nennen mich sogar den Emergency Maggie. Ja, das höre ich noch gern. Ja. Das höre ich noch, das ist noch schmeichelt ein bisschen, oder? Sie, ich bin auch sonst sehr gut integriert. Weil ich jetzt so musikalisch bin, ja, bin ich seit einem Zeitchen dabei beim Musikverein. Ich bin dort der Fahnenträger. Ja. An den Umzügen darf der immer vorausmarschieren. Ja, das bin ich. Müssen Sie sich vorstellen, der Fahne ist ein lang, ist ein schwerer Hype, oder? Ja, man kann ihn da so einstützen. Da, oder? Kann man, ja, es drückt einem immer ein bisschen auf die Wurzel. Ja, ja, ja. Ja, das habe ich noch gern. Ja. Ja. Ganz letztes Jahr an der Bahnhofstrasse. Oftmals habe ich mich mit dem Fahne verheddert in den Tramleitungen oben. Oder? Sie, das hat dann noch Pfupf in diesen Drähten. Ja. Aha, Gott so den Söckchen ausgeräuchert, oder? Aber der Vorstand hat dann mir noch mal ein Auge zugedrückt. Ja, kann mal passieren. Ist nur blöd, habe ich nur 2 Monate drauf im Weihnachtsgottesdienst konnte ich den Fahnen heben. Ich weiss noch, da ist der Altar, ist da. Dann ich, da der Geschäftsführer, also der Pfarrer. Da bin ich da so friedlich am vor mich herdösen. Sie aufs Mal hat mein Fahne Feuer gefangen. Sie, das hat ein schönes Dobuwa-Hodu gegeben. Ja? Ist gerade fertig mit Odu fröhlicher Stimmung. Ja, die Stillnacht war auch gerade vorbei gewesen, oder? Das Blöde war, dass dann das Feuer von meinem Fahne, oder? Das ist noch übergegangen aufs Gewand vom Pfarrer. Aber ich habe selten jemanden gesehen, der auch schnell ins Taufbecken hineingumpelt. Dann ist er noch so lange nicht auftaucht, oder? Puh, ja, ist blöd. Dann haben sie mich dann drauf ab. Dann an der nächsten GV. Haarscharf, ja, haben sie mich abgewählt. Ja, mit 2 zu 65. Ja, ist wirklich blöd gegangen. Also, wissen Sie, ich wohne ja nicht weit von da. Ich habe einen ganz nahen Arbeitsweg. Also ich habe eine ganz schöne Wohnung. Habe ich gerade über dem Gob habe ich ganz schmucke 4 Zimmer. Gut auf 12 Quadratmeter. Ja. Aber ich komme gut an mir vorbei. Ja, das ist. Es ist einzig. Die Küche, die spannt ein bisschen um die Hüfte herum. Das ist manchmal ein Knorz, bis man bei Mikrowellen hinten ist, oder? Also, sieh, ich habe im Fall auch eine Geschirrspülmaschine. Ja, also ich brauche ja jetzt allein, brauche ich nicht so viel Geschirr. Dann tue ich mir einfach noch ein bisschen Wäsche rein. Ja. Gut, man hat vielleicht ab und zu mal eine Gabel in den Unterhosen. Das ist alles. Ja, das ist. Ich wohne ja nicht allein. Ich habe noch 3 Springmäuse. Ja, das ist der Gogo, der Charlie und der Mike. Ja, wir sind zusammen so eine richtige Männer-WG. Ja. Ich habe sehr, sehr gerne Tiere. Ich habe sehr, 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 sehr gerne Tiere. Ja. Gut, mit einem Hund muss man jetzt nicht kommen. Hunde habe ich nicht so gerne. Das sind für mich so stinkende Zeckenteppich. Ja. Also wenn ein Hund, dann müsste es so ein kleiner sein.
Muschelig, oder? Ja, dann kommt man gut in die Decke beim Putzen, oder? Ja, am liebsten hätte ich gern mal ein Büsi. Oder ein Kätzchen. Ja. Ich bin mich jetzt auch schon ein bisschen am Vorbereiten auf ein Büsi. Kann er so ein Abonnement nennen? Ja, kann er so ein Abonnement nennen? Oder? Von so einer Tierliebhaber-Zeitschrift. Ja, meine Katze heisst es. Das ist Hochglanz. Das Heftchen, das ist international. Das ist in Asien, ist es rausgekommen. Gut, dort unter der Sparte Kulinarisches. Ja, dort fressen sie das. Könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Nein, immer die Haare in den Zähnen.